Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge Let's Play Train Fever Berlin Map. Ja, in der letzten Folge ist ja einiges schief gelaufen, zwar kein Ton oder zu leise aufgenommen, hatte ich in dem Infovideo auch erklärt, ja, und ein bisschen untergekommen ist, was in der heutigen Folge dann vorkommen soll, und zwar hier den Anhalter Bahnhof wollte ich bauen und dann geht's rüber nach Wannsee. Die RB33 steht auf dem Plan, zumindest die Strecke, und dann auch die endgültige Fertigstellung, beziehungsweise teilweise Fertigstellung des RE1 Abschnittes von Potsdam über Griebnitz, Wannsee und so weiter. Ja, da würde ich sagen, bevor ich... ich habe vergessen, am Anfang runter zu... gehen. Machen wir da. Okay. So. Ja. Fangen wir das sofort an hier. Ja. Leider keine Transportfieber-Folge. Da müsst ihr leider noch ein bisschen geduldig sein. Ich bin ja schon ein bisschen neidisch auf die, die ein Key gekriegt haben. Tja. Sei es drum. Kann man nichts machen. Welchen Bahnhof nehmen wir denn hier? Anhalter Bahnhof. Sollte. Ja, nehmen wir den hier nochmal. Dann aber bitte schön zweigleisig und dann nochmal drehen. So dass wir hier einigermaßen. Ja. Sollte so passen, oder? Dass wir noch die volle Geschwindigkeit haben. Na, die Oberleitung einmal hier weg. Das sollte passen. Ja, 120. Sehr schön. Dann passt das. Dann können wir hier nämlich die Regional-Express-Strecke rumführen. Jetzt muss ich hier mal gucken. Was haben wir da? 80. Nicht so optimal. Jetzt muss ich hier mal gucken. Ah, da wird er schon den Bahnübergang abreißen. Regional-Express-Strecke kann ich ohne Probleme abreißen. Dann lassen wir das doch so mit den 80. So schlimm ist es ja auch nicht. Vor und nach dem Bahnhof jeweils. Je nach Fahrtrichtung. Ja, und hier hatte ich vor... dann ja, kommen wir ziemlich gerade raus. Sehr schön. Kollision, ach, da bin ich bestimmt wieder zu weit nach hinten gekommen, genau. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir, wie das mit dem Radius aussieht. Ja. Ja, aber... fehlte nicht viel. Würde ich fast sagen, wir fangen hier schon leicht mit dem Radius an. Haben immer noch locker über 200 drauf. Und das sollte doch jetzt einigermaßen passen, oder? Ja, das sieht schon gut aus. Sehr schön. 140, zwar keine 180, aber ein bisschen... ja, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein. Ein bisschen Schwund ist immer. So, jetzt habe ich es. Haben wir hier, da haben wir sogar eine S1, die wir sofort weiterführen können, beziehungsweise die Station. Und ich glaube, an Potsdamer Platz war auch noch eine, genau, richtig gesehen. S2, sehr schön. Können wir beide sofort passend anschließen. Das ist nach Yorkstraße. Und einmal nach Potsdamer Platz vor Yorkstraße. Dann haben wir das schon mal. Die S1 und S2 machen wir gleich auch. Na, dauert jetzt ein bisschen wieder länger. Das ist da.
Haltestelle hinzufügen und einmal da. Sehr schön. Dann haben wir hier nämlich den Anhalter Bahnhof. Anhalter Bahnhof. Hoppala, noch was vergessen. Hier einmal S-Bahnhof ist. Ja, dann können wir hier die Straße sofort. So dran machen? Nee, da hatte ich dann vor. Na, das sieht auch nicht so toll. Ja, aber geht auch noch. Na, nicht genügend Platz? Doch. Ist genügend Platz, meine ich doch. Dann machen wir das so hin. Und dann so hin. Und da, glaube ich, haben wir doch was Passendes. Ja, sehr schön. Dann können wir das einmal gruppieren. Das ist die Frage. Sollen wir denn hier das auch nochmal irgendwie mitnehmen? Da könnten wir noch eine Brücke drüber machen. Sogar die Straße weiter. Hat er da nicht von alleine weitergebaut? Sei es drum. Hier könnte man wohl auch noch eine Brücke machen. Passt das? Ja. Geht sich nicht aus. Das geht sich aus. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und dann hier. Ja, hier ist ja eigentlich. Passt auch. Da führt dann nämlich unsere neue Buslinie hin, die dann zum Anhalter Bahnhof fährt. Ich hoffe mal, dass dann hier. Da hier schon einige. Mal gucken. Haben wir schon letztes Mal drauf geklickt. Genau, hier ist ein Wohnhaus. Da ist auch ein Wohnhaus. Da ist sogar Geschäft. Noch mehr Geschäft und Industrie. Ja, kann er sich aussuchen, was er hier erweitert. Ob Wohnhäuser, Geschäftsgebäude oder Industrie. Ist ja auch nicht so das Verkehrteste. Ja, Haltestelle, Haltestelle. Genau, Haltestellen für die neue Buslinie. Und dann geht es ja rüber nach Wannsee für die Regionalbahnlinie 33. Das ist die Frage jetzt. Ich würde sagen, da fahren wir da lang, wo die Tram noch nicht lang fährt. Sollen wir das dann hier mitnehmen? Oder hier. Ne, fahren wir so rum. Nehmen wir das noch mit. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Verbindung hin. Machen da noch eine Haltestelle. Dann bietet sich das an, das hier anzuschließen. Da haben wir sogar ein Depot. Sehr schön. Machen dann da eine hin. Dann schließen wir hier dran. Wenn wir da aber wieder zurück wollen. Aber dann haben wir diese Ringlinie, ne? Das ist ja auch nicht so. Oder macht dann hier, dass dann da Endstation ist. Dann machen wir da noch eine Straße. Ja, doch, doch, doch. Ja. Dann machen wir das so hin. Dann ist hier Endstation und dann geht es da wieder zurück. So rum. Nach dahin. Ist auf jeden Fall das angeschlossen. Hier wäre vielleicht besser gewesen, wenn wir das auch noch mitnehmen würden. Sei es drum. Dafür fahren wir hier einmal. Die können ja auf jeden Fall hier umsteigen. Ne? Ist ja jetzt nicht so das große Problem. S4, 60.000 Gewinn. Sehr schön. Und nebenbei.
zu sehen, dass er auch Gewinn macht. So, nehmen wir da die neue Station, dann hier durch, dann da. Ah, hat er doch einzeln jetzt gemacht? Ah. Wieso das dann? Na, müssen wir gleich manuell zusammenführen. Wenn er das so nicht mag, das ist dann, wie sollen wir die nennen, die Linie? Anhalterbus. Per Anhalter mit dem Bus. Genau, Anhalterbus. Okay, Anhalterbus. Dann... Irgendwas wollte ich doch jetzt... Genau. Das gruppieren. Na, obwohl... Das war ein bisschen sehr kleinlich, dass er das nicht noch genommen hat. Als eine Haltestelle. Vier Busse. Hoppala. Vier Busse sollten reichen. I4. Linie zuweisen. Muss man runterscrollen. Anhalterbus. Sehr schön. Dann können wir ein bisschen weiterlaufen lassen. Mal gucken, was für ein das so. Was für ein Takt. Nur sichtbar. Güter. Ah, okay. Also die LKWs nehmen jetzt schon auf der Rückfahrt die neue Brücke in Anspruch. Auch nicht schlecht. Oh, da wartet schon eine Person. Den können wir schon einmal zurück fahren lassen. Genau. Da könnte man eigentlich von hier mit der Buslinie bis Anhalter Bahnhof, dann mit der S-Bahn bis Wannsee und dann mit der Regionalbahn. Ich denke mal, das wird wohl dann das nächste Mitfahrvideo. Dann haben wir auch alles zusammen. Wird dann sogar ein bisschen länger. Auch schön. Ja. Würde ich mal sagen. Jetzt muss ich mal gucken, welchen Bus. Ich würde sagen, den Bus lasse ich jetzt nochmal zurückfahren. Okay, da wartet auch schon. Ja, sehr schön. Taktung. 57 Sekunden Takt. Sollte reichen. Da wird auch schon ein Bus ausgetauscht. Sehr schön. Ja, warten überall viele Leute. Gut, die Tram hat ja sowieso einen guten Takt. Ja, hier sehe ich gerade auch, das ist auch schon weiter. Müssen wir gucken, wie wir das hier anschließen. Beziehungsweise erschließen. Hier der Bus. Den könnten wir hier auch nochmal rüber fahren lassen. Da wartet auch schon einer. Ja, das ist sehr schön. Wird gut angenommen. Da auch. Wie gut, dass ich den zweiten Bus hier jetzt gerade auch schon zurückgeschickt habe. Da wartet auch schon der nächste. Sogar am Bahnhof. Zwar auch nur mit dem Bus. Aber okay. Ja, für die, die von da oben kommen, von Friedrichstraße, ist für die natürlich kürzer, von da dann mit dem Bus darüber zu fahren. Obwohl, die müssten ja erstmal so lang. Scheint aber trotzdem noch kürzer zu sein. Und mit einem 57-Sekunden-Takt. Kein Wunder. Ja. Dann haben wir das hier. Dann switchen wir mal rüber. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, Wannsee. Sofort erwischt. Ja, den Bahnhof, den müssen wir hier auch einmal komplett abreißen, würde ich fast sagen. Weil ich brauche einen weiteren Bahnsteig. Da mache ich mal auf Pause. Sollte passen. Kein Zug. Ne? Und kein Bus im Weg. Dann wird nämlich alles weiter rüber verlegt. Dann hoffe ich mal hier, dass ich auch einen vernünftigen
Kreisverkehr, Haltestelle machen kann. Und zwar, vorgucken, obwohl, zeige ich euch, wenn das alles soweit bereit ist, dass ich das dann auch wirklich schon bauen kann. Ja, erstmal ist es hier groß abreißen. Das was geht. Das auch. Ah, immer diese kleinen Schnipseldinger. Die stören doch schon. Machen wir das weg, das weg. Und ich hoffe mal. Sehr schön, der Bahnübergang bleibt. Das ist immerhin etwas. Ja, das kommt hier auch einmal weg. Dann könnte man hier eine Brücke drüber machen. Über die Gleise dann. Dann, kann er auch jenseits des Bahnhofs was bauen. Was vergrößern. Jetzt mal gucken. Fünf Gleise. Und der Bahnhof war das, ne? Genau. Ja, wie machen wir den? Da muss ich den schon so ein bisschen hinmachen. Ja, damit ich da die Kurve noch alles kriege. Und da wird es auch schwierig. Na komm, machen wir so. Ist zwar jetzt nicht optimal, aber ich hoffe mal. Na doch, das geht aber auch noch. Da habe ich mir das. Ach, jetzt ist wieder die Oberleitung dran. Schlimmer vorgestellt mit den Kurven, aber wenn wir da um die 70 noch erreichen können, ist das in Ordnung. Und das schließen wir da dran. Sehr schön. Ja, die Straße verlängern wir mal nach dahin. Und hier sollten wir jetzt genug Platz haben, Moment. Das erstmal weg. Hoppala, das war ein bisschen zu viel. So dran. Und jetzt. Da ist er. Sehr schön. Passt. Und Haltestellennamen hat er auch. Beziehungsweise Bahnhofnamen beibehalten, weil ich den vorher hier abgerissen habe. Sehr schön, sehr schön. Dann hier für die spätere RE1-Linie, die er dann komplett richtig fährt. Irgendwann mal. da hoch wieder, genau. Das lassen wir auch mal so. Mal gucken, ob wir. Ein Gleis werden wir wohl da noch durchkriegen. Aber da müssen wir das Kreuz hier auch einmal komplett umbauen. Das wird dann wohl aber eine der späteren Folgen passieren. Das machen wir so. Und dann wollte ich hier gerne das so machen. Und dann da das Depot. Und hier wird es jetzt auch wieder ein bisschen kurvig. Ein bisschen kurvig ist gut. Schon ein bisschen stärker. Dann so. Ja, aber auch 75 ist auch noch in Ordnung. Da dachte ich auch, dass das ein bisschen schwieriger wird. Dann können wir hier das noch sogar direkt dran setzen. Passt sogar besser. Sehr schön. Dann auch da. Jetzt hoffe ich mal, dass das dann auch noch ohne Probleme passt. Macht er auch. Na, sollte das tatsächlich alles ohne Probleme verlaufen. Tatsache. Sehr schön. Das haben wir hier. Ja, der RB33 wird dann hier enden. Dann machen wir das so hin und dann einmal
Kann ich da noch ein bisschen Darkhammer rauskitzeln? Das ist zu viel. Ja, 76 ist aber auch in Ordnung. Sehr schön. Ausfallsignale. Natürlich nicht vergessen. Das sind Einfahrsignale. Einfahrsignale. Machen wir da eins hin. Und Ausfahrsignal. Das ist die Frage. Ausfahrsignal. Machen wir das hin. Und da auch eins. Und auf der anderen Seite genauso. Sehr schön. Ja, Regionalbahn. Die Frage, ob wir das elektrifizieren sollen oder nicht, weil die RB33 wird auch von der ODEC betrieben und leider kann man da nur Fahrmaterial und Diesel erzeugen. Der einzigste elektrische ist, meine Güter, immer langsam. Einzigster elektrische Zug ist dieser Doppelstockzug, der KISS. KISS 2. Und ja, wäre nicht so optimal, ne? Wir müssten mal gucken. Wir müssten auch hier hin. Müsste man hier Medienstadt Babelsberg. Vielleicht hier Rehbrücke. Da vielleicht sogar Wilhelmshorst. Dann könnte ich sogar noch einen weiteren Bahnhof mehr machen, als ich geplant hatte. Aber auch nicht schlecht. Dann nehmen wir, fangen wir glaube ich da an, ne? Mit einem Kopfbahnhof. Da haben wir einen, eingleisig, bitteschön. Ah, da haben wir, hoppala. Da ist der Anschluss falsch. Dann machen wir das einmal. Machen wir das so hin. Dann, na gut, elektrifizieren brauchen wir dann ja nicht. Dann machen wir hier die Straße. Das müsste mit Transportfieber ja auch besser gehen, weil da können wir ja auch Straßen über Gleise machen. Das ist auch eine deutliche Erleichterung. Vor allen Dingen auch Weichen in Brücken reinbauen. Das geht. Ist auch nicht so das Verkehrteste. Na, ich freue mich schon drauf. Leider muss ich noch über eine Woche warten. Schlief. Nicht so toll, aber was soll man machen? Vor allem ihr müsst auch eine Woche warten, obwohl ihr habt ja immer noch Möglichkeit, woanders etwas anzugucken. Und vor allen Dingen, ich hoffe ja, dass ich ja doch meine Map vielleicht mit Frankfurter Raum ungefähr erstellen kann. Ich lasse mich mal überraschen, wie einfach oder wie schwer das ist, so eine eigene Map zu erstellen. Falls es nicht so schwer sein sollte, dann mache ich das auf jeden Fall. Wenn es doch zu viel Aufwand wäre, dann werde ich doch einfach von der KI eine Map generieren lassen und dann so gut wie es geht vielleicht den Frankfurter Bereich bauen. Vor allen Dingen, da gibt es ja auch viele S-Bahnen. Jetzt habe ich doch gerade die Oberleitung, ich sehe es gerade. Hochgeschwindigkeit können wir aber trotzdem machen. Machen wir das so. Und da packen wir das auch dahin. Und dann wird es dann eingleisig nach dahin. Wo war ich stehen geblieben? Achso, genau, ja, weil im Frankfurter Bereich gibt es ja auch genug S-Bahn, Trams auch. Von daher, ja, ich lasse mich mal überraschen. Ich hoffe, ihr euch auch. so, und
Dann hier oben Medienstadt Babelsberg. Da machen wir wohl auch so einen Prunkbau hin, würde ich sagen. Aber dann mal einen anderen. Ich glaube, wir haben doch noch, genau, wir haben noch den hier. Lasse ich das so, oder? Mache ich den da dran? So, was, ich mache den so hin. Oberleitung auch weg. Zwar unwahrscheinlich, dass nur bei Dieselzügen so ein Bahnhof hingesetzt wird. Aber sei es drum. Ja, bei Train Fever ist alles möglich. Dann machen wir da nochmal einen Bahnübergang. Und dann... Oder soll ich so... Machen wir das so. Dann mache ich lieber da eine Verbindung hin und mache die Straße weg und schließe das dann von da hinten da dran. Dann haben wir auch drei Bahnübergänge, alle modern ausgestattet, und einmal bestätigen. Oh, da sagt er Kollision. Wie sagt er da Kollision? Da haben wir nämlich schon das Problem. Dann müssen wir da schon entweder eine Brücke machen oder... Ich hoffe, das ist jetzt... Ach, da sagt er auch. Was will er? Weil da hinten irgendwas ist? Macht er hier? Problem. Hä? Also das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Aha. Und ich glaube, wenn ich das jetzt... Macht er komplett weg, ne? Ja. Sei es drum. Ich hätte es vielleicht von der anderen Seite versuchen sollen. Und dann... Da geht's. Jetzt sagt er wieder Kollision. Aber wieso denn? Was ist denn da? Was ist denn da, was der da nicht mag? Gibt's doch nicht. Also irgendwas mag der da nicht. Aber das jetzt nochmal weg. Was ist denn sowas? Ja. Jetzt mach das. Ja, Weichenbau soll er nicht. Nur einen Anschluss haben. Eieieiei. So, bei dem Stück, wo ich eigentlich gedacht habe, dass es keine Probleme gibt, macht er Probleme. Aber das ist meistens so. Sei es drum. So, jetzt sollte es aber gehen. Ja, jetzt macht das. Keine Ahnung. Er machte da den, oder er mochte da den Badeübergang anscheinend nicht. Sei es drum. So. Schaue ich das da rüber? Wäre eigentlich optimal. Ja. Schaffe ich nicht. Das wäre schön gewesen, wenn... Oder ich müsste hier... die Strecke ein bisschen... rumbauen. Dann machen wir das so. Und da hinten will ich auch rüber. Da gehe ich mal auch auf Nummer sicher. Na. Ja, manchmal ist, wenn ich da raus will, ja, macht er nicht. So, so will ich das haben. Genau so. Geht doch. Warum nicht gleich so? Dann machen wir hier noch ein bisschen kurvig. Hoppala. Na, hat das doch noch gemacht. Und dann hoffe ich mal, dass wir das wegmachen können. Genau. Sehr schön. Na, 100. Ja. 110. Ja, haben wir 110 sogar noch ausgekitzelt.
Und dann kann ich nämlich so hin. 108, na. Schon 180. Okay. Ach nein, da kommt. Machen wir unbeschränkten Bahnübergang. Nur mit Signalleuchte. Okay. So, und dann geht's jetzt ab nach Wannsee. Ja, wird sich anbieten, hier die kleine Landzunge. Hoppala, da bin ich daneben. Die kleine Landzunge zu nehmen. Das hat er. Sehr schön. Dann so lang. Ja, wenn wir die Brücke mal. Dann so lang. Und dann können wir da schon anschließen. Sehr schön. Ich denke mal, dass vielleicht drei Züge. Ne, vielleicht reichen drei Züge. Müssen wir mal gucken. Gucken, müssen wir erstmal so rum. Oh, okay. Volle Geschwindigkeit. 120. Ist doch top. Reicht. Ist da zwar ein bisschen langsamer, aber sei es drum. Da muss er sowieso langsamer, weil er da noch rüber muss. Nur sowieso nur 100. Auch in Ordnung. Ausfallsignal. Ne, Ausfallsignal nicht. Blocksignal. Nehmen wir das mal. Für eventuell ein rotes Signal. Weiß man ja nicht. Okay. Dann machen wir das auch, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Und dann eigentlich ganz normal Blocksignale mit grün, grün, grün. Einmal dahin und dahin. Machen wir da noch eins hin und da noch eins hin und da noch eins. Ja, das sollte sein. Da machen wir dann nur noch Ausfahrsignale. Gucken wir mal. Ausfahrsignal. Leute, bin ich schon zu weit, oder? Das Einfallsignal. Nein, da war Ausfallsignal. Nein, Blocksignal. Da haben wir es doch. Da eins. Da eins. Machen wir da auch noch so eins hin. Dann Einfallsignal. Machen wir das dahin, weil er sowieso rot ist. Einfallsignal. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Da war es ausgesagt. Grün, grün. Machen wir das dahin. Und Einfallsignal. Das bräuchte ich als Ausfallsignal. Na komm, machen wir das. Okay, ja, jetzt auch umbenennen. Die Station. Nicht vergessen. Ein bisschen weiterlaufen lassen. Das haben wir jetzt Wilhelmshorst, genau. Wilhelmshorst. Bin mal gespannt, wie die Regionalbahnlinie dann angenommen wird. Oh, da haben wir vergessen anzuschließen. Mal ganz schnell korrigieren. Und da oben müssen wir es auch anschließen. Sehr schön, mit dem Bogen. Dann haben wir unten Rehbrücke. Rehbrücke und dann Medienstadt Babelsberg.
navigieren statt Babelsberg. Müsste man gucken. Ja. Von dem Hauptbahnhof eigentlich. Eigentlich ideal, ein Bus nach dahin. Nach dahin. Und nach dahin, würde ich jetzt sagen. Wisst ihr was? Dann machen wir auch sofort. Schaden kann es nicht. Dann na, muss ich hier gucken, wie ich das hier mache. Wie mache ich es dann doch wieder so? Und dann so dran. Na, dann kann ich auch mal sowas machen. Dann das nämlich gleich noch mitnehmen. Dann kann der da lang fahren. Kann der da lang fahren. Nimmt da beides mit. Hm. Ah, krieg ich deine Strecke. Doch, sollte ich eigentlich noch, oder? Manchmal macht das so. Und manchmal nicht. Aber da bin ich schon am... Ah, ich will dann genau dazwischen. Gibt's doch nicht. Ne, macht er nicht. Macht er nicht. Schade, schade. Obwohl eigentlich... Dass er da schon kleinlich ist, dass er mir da schon sagt, dass... Ja. Dann doch noch einen kleinen Weg. Sei es drum. Genau, vielleicht hier noch mit Trick 17. Ja, Trick 17 funktioniert immer. Fast immer. Was ich dann so mache. Dann da noch eine Station hin, da noch eine Station. Obwohl auch ziemlich nah dann schon am Bahnhof dran. Das so hin machen. Na. Shitter. Dann würde ich sagen. Machen wir da hin. Da. Machen wir das da hin. Die weg. Okay. Ja, dann eine Buslinie. Und dann noch eine andere. Fährt da lang. So rum. So rum. Hm. Vielleicht so? Ja, würde ich sagen, ne? Machen wir das so. Dann einmal bitte schön gruppieren. Dann da lang. Und dann können wir da. Na, muss ich wieder runter. Dann machen wir das genauso wie in Wannsee. Sowas hin. Okay. Aber drei neue Linien. Zwei neue Buslinien und. Ja, Mitfahrt freue ich mich dann. Da gibt es einiges dann zu sehen. Ja. In Wannsee. War das in Wannsee, was ich umgeändert habe? Ach nein, ich hatte gesagt, wir fahren von Anhalter Bahnhof, ne? Genau.
Ja, schauen wir mal. Wird doch. Auf jeden Fall gibt's was zu sehen. So viel kann man schon mal sagen. Dann kommt's nach dahin, nach dahin, nach dahin, nach dahin und nach dahin und dann wieder zurück. Potsdam. Nee, Busmedienstadt. Ach, jetzt hat er schon wieder. Ah, jetzt hat er's. Medienstadt. Rehbrücke Bus. Rehbrücke Bus. Und dann kommt. Na. Da lang haben wir gesagt. Darum. 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 Oh. Wird schon erweitert. Da. Und dann wieder zurück. Potsdam. Potsdam. Wilhelms. Wilhelms. Horst. Bus. Hoppala. Bus. Das auch. Und dann RB33. Fangen wir da an. Nach. Ja, sehr schön. Da, wo früher die Gleise waren. Oh. Da sehe ich gerade. Das sollte man doch wegmachen. Vielleicht hätte er dann von alleine schon hier angeschlossen. Aber das kann ich ja jetzt übernehmen. Passt das? Sehr schön. Passt sogar. Ja, die zwei. Drei neue Gebäude. Okay. Und, oh, bevor ich es vergesse, ganz schnell hier. Am besten relativ flache Brücke haben wir damit. Sehr schön. Wannsee wollte ich aber, dass er auf das Gleis fährt, genau. Und dann. Monat vorbei, dann wieder zurück. Wow. Ach so, Rosenweg. Macht er jetzt nicht. Ja, ich weiß. Macht er aber jetzt. Wenn es beides Rehbrücke ist. Und das wollte ich auch noch gruppieren. Okay. Ich weiß zwar jetzt nicht, wieso er. Ach, weil ich Wilhelmshorst nochmal angegeben habe, ja, brauche ich ja nicht. So. Jetzt aber. Das ist RB 33. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Okay. Das ist Wannsee. Nach. Hoppala. Wannsee, Wilhelms. Wilhelms. Horst, Punkt. Ich denke mal, Horst kriege ich nicht mehr hin. Nein, kriege ich nicht mehr hin. Na, machen wir das doch so. Okay. Dann, Depot ist da oben. Nehmen wir das doch. Potsdamer Bus. Welchen nehmen wir denn da? Von Utrecht. Warum nicht? Ja, nehmen wir hier so einen kleinen Flitzer. Da mache ich aber schon mal speichern. Nicht wundern, das schon mal hatte ich schon mal gespeichert, beziehungsweise die Folge schon mal aufgenommen, aber da war wieder kein Ton. Irgendwie mag mich die Aufnahmesoftware nicht, seitdem das alles auf SSD läuft. Ich hoffe, mit der Aufnahme jetzt. Aber wird er sehen, sonst wird es nicht online stehen. Kaufen.
Oh, jetzt aber richtig was los hier. Babelsberg, Rindnitzsee. Jetzt muss ich mal gucken. Was heißt Medienstadt? Lindscheid-Rehbrücke Bus. Zwei nochmal für Potsdam. Ah, da müssen wir ganz runter. Aber da, nochmal Potsdam. Wilhelmshorst Bus. Sollten zwei reichen. Okay. Da staut sich das jetzt schon. Sei es drum. Nein, machen wir das so. Da kommen zumindest die Busse raus. Sagen wir mal so. Ah, bis hier oben ist sowieso schon. Okay. Und da die Odeck ja da lang fährt, können wir sogar die Dieselfahrzeuge von der Odeck da nehmen. Ich glaube, ich habe zwei im Angebot, oder? Müssen wir mal gucken. Triebwagen Diesel. Oder vertue ich mich da jetzt? Das ist einmal der Stadler GTW. Doch nur der Stadler. Oder habe ich doch auch. Habe ich doch zwei elektrische? Geirrt? Anscheinend nein. Nur den Doppelstopper. Genau, ein Scheinlack ist. Okay. Na, das ist alles gut. Ach, dann zeigt er mir auch an, was nicht untergeordnet ist hier. Okay. Hat sich da ja noch was versteckt. Mal gucken. Das ist der Stadler. Stadler Kiss. Na. Doch nur der. Dann nehmen wir den hier. Ich sogar nur. Okay. 116, 140. Nehmen wir vier Züge, oder? Jetzt muss ich mal gucken. 3. 4. Okay. Dann setze ich die drauf. Linie zuweisen. Alle RB33. Wie gesagt, die Mitfahrt kommt ja dann von Einhalter Bahnhof, wo wir dann auch bis Wannsee fahren. Mit der S-Bahn sollte hier kein Problem sein. Dann wäre der Schöneberg, genau. Und da ist ja Einhalter Bahnhof. Oh, wird sehr gut angenommen. Super. Sehr schön. Ja, vielleicht profitiert er jetzt auch Wannsee von. Viele nach Jörgstraße, beziehungsweise Anhalter Straße wollen. Sei es drum. Oh, habe ich jetzt die ganze Zeit das... Ach, war hier, ne? Okay. Ich habe auch wieder vergessen. Ja, zeigt er Diesel, zeigt er zwar S-Bahn an. Es ist keine S-Bahn. Fand ich ja... Weil die Berliner Züge ja unter Dieseltriebfahrzeuge gingen, habe ich da extra das S-Bahn-Zeichen gemacht. Sei es drum. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und für alle die neu da dabei waren und hoffentlich auch dabei sein bleiben wollen. So, jetzt haben wir es. Würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und über ein Like würde ich mich auch freuen. Und für alle anderen, ihr wisst ja, die Mitfahrt kommt dann zum extra Video, kurze Zeit später. Und würde dann sagen, habt noch ein schönes Wochenende und bis dahin, ciao.